Weißt du, bevor die Medizin zu einem Geschäft verkommen ist, war die einzige Regel, dass man den Patienten immer helfen sollte. Ob Sie es glauben oder nicht, die Medizin ist ein Geschäft. Wenn das Krankenhaus zumacht, können wir gar keinem mehr helfen. Was folgt daraus? Sollten wir bloß die reichen Säcke behandeln? Verdammt! Daraus folgt, dass es uns um das Wohl der Klinik gehen muss. Es muss uns um das Wohl des Patienten gehen. Der einzige Grund, warum ich immer noch Tag für Tag in dieses Krankenhaus gehe, ist, dass mir die Patienten sehr am Herzen liegen. Jeder von ihnen. Kümmern wir uns doch erstmal um ihre Gesundheit, okay, Mädchen? Cox lag also doch falsch. Man kann nach den Regeln spielen und was für die Patienten tun. Ich wünsche, dass Sie Ihre Finanzen überprüfen und wenn Ihre Versicherung nicht ausreicht, schicken Sie das alte Klappergestell sofort wieder ins Altersheim, bevor Sie hier Ihr erstes Essen verputzt. Mhm. Leider habe ich in diesem Moment begriffen, was Dr. Kelso wirklich von den Leuten hielt. Kann jemand mal nachsehen, was die Behandlung einer alten Frau mit perinealer Azotämie kostet? Einpacken. Ich wollte nur sagen, wenn Sie mich noch brauchen, ich bin dabei. Ist das ein Scherz? Das Risiko ist zu groß für so einen kleinen Pisser. Weißt du, ich wollte nur sehen, auf welcher Seite du stehst. Dann war das nur ein Test? Und außerdem habe ich's schon getan. Cox! Lauf, Kleiner! Daddy kommt! Haben Sie tatsächlich geglaubt, ich kriege nicht mit, was Sie gemacht haben? Was habe ich gemacht? Sie Arroganter! Ich bin arrogant! Unverrichter! Es klingt melodramatisch, aber als ich die beiden so beobachtete, führten sie vor meinem geistigen Auge keine erbitterte Schlacht um Patienten und Versicherungen. Sie kämpften um meine Seele. Die Patienten... Diesmal habe ich sie in der Hand, Cox! Das kann ich gerade zu riechen! Es ist eine uralte Geschichte. Gut gegen Böse, Recht gegen Unrecht, die dunkle Seite gegen das Licht. Auf diesen Moment habe ich mein ganzes Leben lang gewartet. Ganz ruhig, Joey. Ich werde Ihnen Respekt vor dieser Klinik beibringen. Ich hoffe, du lernst was daraus. Nein! Sie sind beurlaubt. Und zwar mit sofortiger Wirkung. Tja, Kumpel. Es sieht so aus, als wäre bei meinem wöchentlichen Golfspiel eine Dauerteilnehmerschaft zu haben. Wie würde es Ihnen gefallen, einmal pro Woche mit dem Chefarzt eine Runde zu drehen? Wissen Sie, Sir, ich bin nicht so scharf auf Golf. Sieh mal an. Die Entscheidung liegt wohl bei Ihnen, oder, Dr. Dorian? Ich glaube, ich fand's besser, als er meinen Namen nicht wusste.